Wir sind hier im Kottenforst und zwar auf dem Weg der Artenvielfalt. Von hier aus kann man Vögel beobachten, also quasi so eine Art Peepshow. Oder die Vögel beobachten mich. Man weiß es nicht. Das ist ganz schön gruselig. Richtiger Hexenwald. Das sieht so aus, als würden die Äste nach den Spaziergängern greifen. Das sind Kopfbuchen. Kopfbuchen sind das. Hier. Spuren, Wildschweinspuren. Das sind Spuren von Harry. Also getragen hat der Entführer ihn auf jeden Fall nicht. Es sei denn, er hätte einen Gabelstapler dabei. So. Wir sind ganz in der Nähe vom. Vielleicht da hinten in der abgestorbenen Kopfbuche. Der Entführer mag es offensichtlich sehr dramatisch. Das ist übrigens Totholz. Auch Totholz ist sehr wichtig, denn davon ernähren sich die kleinen Tiere. Hier. Gefunden. Mal schauen. Oh, ein Wildschweinhalsband. Rot stand ihm immer am besten. Und hier ein Zettel. Mit einer Frage. Wie schwer kann ein ausgewachsener Keiler werden? A, knapp 75 Kilogramm oder B, bis zu 200 Kilogramm. Gehen wir zur nächsten Koordinate. Nord 50, 45, 7, 8, 1 und Ost 6 Grad, 47, 5, 1, 9. Das ist aber ganz schön weit. Ich denke mal, das Wetter hält, wenn Schweine reisen.